Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Ich glaube, was wir hier brauchen, sind zwei verschiedene Sachen, die wir da hinschießen können. Pass mal auf, warte mal, war hier noch was für den Hund? Nee. Zum einen müsste ich erstmal die Glocke hier abschießen. Aber ich. Und dann müsste ich da hinten den Schlüssel runterschießen. Jetzt versuchen wir mal Folgendes. Ich hole jetzt mal einen Apfel und gebe dem den Hund. Gebe dem Hund. Hallo Sansara, willkommen in meinem Video. Ach genau, und der Hund nimmt auch mal einen Apfel mit. So, jetzt haben wir zwei Äpfel. So, einen hat der Hund und einen habe ich. Jetzt pass auf. Guter Hund. So ist. Komm wieder. Walt, ab. Jawoll! Was ist? Nein! Nein! Hund! Oh! Oh! Très bien! So, damit haben wir den Schlüssel. Jetzt. Ah, jetzt pass auf, jetzt gehen wir da hinten zu dem Pferdewart. Der wollte den Schlüssel ja haben. Jetzt gucken wir nochmal, ob der uns was gibt für diesen Schlüssel. Das war wieder. Wir sind aber auch wirklich gut im Rätsel lösen. Bin ich schon ein bisschen begeistert. Okay, der will ihn also nicht haben. Gut. Schlüssel ist da hinten, hat er gesagt. Okay. Jetzt ist natürlich die Frage nur, wohin damit? Wohin? Wohin mit dem Schlüssel? Eventuell gehen wir nochmal die Treppe nach oben. Vielleicht kriegen wir hier eine... Ach ja, hier! Aufschließen. So. Jawohl. Jetzt gucken wir mal. Hier gibt's was? Nee, ist nicht. Da ist der Helm. Jetzt haben wir auch... Jetzt haben wir eine volle deutsche Montur. Und hier haben wir auch was rumliegen. Gut. Ach so. Das sieht doch aus, als könnte das der Kollege beim Pferd benutzen wollen. Ach so, hier, den Passcode kennen wir noch nicht. Den Passcode, also den Tresorcode. So, jetzt gucken wir mal, ob der Pferdewart das da haben will. Ansonsten müssen wir mal gucken, was wir damit noch anfangen können. Irgendwas? Ein Sattel? Ne, warte mal, was ist denn das jetzt? Der will Gewehr und Tasche haben. Wir haben ja jetzt einen Sattel, ich weiß nicht, was wir da haben. Müssen wir mal rausfinden. Also wir gucken erstmal, wir gehen nochmal ein Stück zurück. Wir waren ja jetzt lange nicht draußen auf der Straße. Dann gehen wir jetzt mal gucken, was wir, wo wir was jetzt wie anfangen können. Jetzt sind wir da drin. Ach so, zurück können wir wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ein Zurück gibt es nicht. Wir laufen mal, wir gucken mal. Aber ich glaube, nee, ich glaube, ein Zurück gibt es nicht. Das, was ich hier gerade mache, ist ein ziemlich sinnloses Unterfangen, glaube ich. Fraternité. So. Was haben wir hier stehen? Sermiel. Sermiel wurde im September 1914 von den Deutschen eingenommen. Diese strategisch wichtige Position war der Frontlinie vorgelagert und trennte die Zugverbindungen zwischen Paris und Nancy. Die Truppen der Artois versuchten wiederholt, vergeblich die Stadt einzunehmen. Es gelang erst, als 1918 frische amerikanische Truppen eintrafen. Die Ausdehnung des Gaseinsatzes. Das im Krieg verwendete Giftgas war schwerer als Luft und konnte daher in Schützengräbenstollen und Unterstände eindringen, wo es sich über längere Zeit hielt. Das zwang die feindlichen Truppen dazu, ihre Gräben zu verlassen oder Gasmasken aufzuziehen, was ihre Kampfkraft deutlich verminderte. Im Laufe des Krieges wurden immer größere Mengen Giftgas eingesetzt und noch heute stellen Reste von Giftgasmunition eine Gefahr für die in den ehemaligen Kampfgebieten lebende Zivilbevölkerung dar. So, jetzt gehen wir nochmal hier raus. Okay, der möchte, dass wir auch die richtige Ausrüstung bekommen. Na, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir da irgendwie in diesen Raum oben rein.
Na, laufen wir mal. Irgendwo, irgendwie, irgendwas. Aber keiner hier will irgendwie was haben. Keiner möchte dieses... Nee, ich kann auch das dem Hund. Kann ich das dem Hund, könnte ich es eventuell geben. Hier geht's nur nach draußen. Hier geht's zum Verrückten, der uns eigentlich nicht helfen wollte und nicht helfen will. Ach, das ist die Flagge, ist das. Dann hissen wir die mal. Alles, das ist ja... Bisschen umsonst durch die Gegend gelaufen. So, jetzt haben wir die Flagge gehisst. So, jetzt kannst du mal... Pass auf. Jetzt braucht der immer noch irgendwas. Flagge, ja, ist gehisst. Aber wir brauchen immer noch irgendwie... Munition. Gewehr und Munition. Das heißt, wir müssen irgendwie nach da oben in diesen Dingens rein, in diesen Safe, nehme ich mal an. Jetzt haben wir die Flagge gehisst. Mal gucken. Hier brauche ich einen Code für. Hier geht's nur noch. Hier geht's noch weiter nach oben. Noch irgendwas übersehen? Achso, hier steht auch noch was. Ist noch was? So, wie kriegen wir jetzt den Code für diesen Safe da unten raus? Kompliziert. Gehen wir nochmal nach dahinter. Können wir hier einen Code sehen? Irgendwo, das ist ein Helm. Ach, guck mal, da steht ja... Auf der Flagge steht 1870 drauf. Ach, da ist der Code aufs Fenster gemalt. 8! Ach, nee, pass mal auf. Da bewegen wir uns so, dass da Zahlen angezeigt werden. Die 3 ist eine 5. Halt. Beweg dich mal nicht so weit. Ist ja cool. 8, 1, 5. Das ist ja cool. Phänomenal. Absolut cool. So, jetzt gehen wir mal hier hinter. 8, 1, 5. 8, 1. Aha. So geht das. Rein da. Na, wir sind schon die Cracker schlechthin. Hier haben wir wieder irgendwelche... Das ist ein Säbel. Wir gucken uns gleich mal an, was das hier nochmal ist. So, und jetzt haben wir hier natürlich unsere Ausrüstung. Rucksack, Knifte. Und ich höre Flugzeug. Das klingt nicht gut, was man da hört. Es geht also los. Falsch gelaufen sind wir hier, müssen wir runter. Fliegeralarm, wie es aussieht. Karl, schnell, komm! Oh, jetzt müssen wir in die Richtung. Oh, ach du je. Die bombardieren uns. Die bombardieren Samuel. Oh, und die haben uns erwischt. Schnell, okay. Es hatte mich doch gerade weggedreht. Das ist ärgerlich. Oh, knapp. Ui, ui, ui. Das ist den noch nicht erwischt, aber es wird bestimmt gleich passieren. Der hat es reingeschubst. Schnell, Hund, auch. Ach, genau so habe ich es mir gedacht, Mann. Für den können wir nichts mehr tun. Das ist doch zum Kotzen. Es sind immer die, die uns helfen.
Rein ins Lazarettauto und dann geht's ab. So viele Leute sterben hier einfach an unserer Seite. Stell dir mal, also das ist einfach so krass. Der Hund, der kann auch einfach mal so wieder hoch. Wir nicht. Oh, da geht's weiter. Wo führt's uns hin? Wo führt's uns hin? Giftgas? Lauf, Karl. Wo laufen wir jetzt eigentlich hin? In welche Richtung? Wieso kommt mir das denn hier so bekannt vor? Da oben ist eine Maske. Achso, Hund. Na klar. Der selbst hängt sich also da nicht ran. Achso. Jawohl. Ja, na bitte. Wusste ich doch. Irgendwie muss es so gehen. Gib es ja die Maske, Mann. Okay. Ja. Der Hund kriegt die. Alles klar. Dann heißt das, wir müssen jetzt nach oben. Ich kann mir vorstellen, dass ich habe doch da gerade eben links die Maske, da, links dieses... Diese Bombe gesehen. Jetzt muss der Hund da durch und muss da irgendwas holen. Achso, eine Maske noch für mich. Sehr gut. Sehr gut. So, und jetzt? Wohin? Jetzt gehen wir nochmal. Können wir jetzt hier einfach durch? Nee, durchlaufen kann man nicht. Achso, dann werden wir wieder nach oben müssen. Nehme ich mal fast an, damit wir. Dann können wir oben langlaufen, hoffe ich mal. Genau. Also alles kein Problem. Ja, finden wir noch was. Der Helm. Jetzt können wir hier langlaufen, aber wohin? Wo wollen wir denn jetzt hinlaufen? Warum sollen wir jetzt wieder zurücklaufen? Scheiße. Was ist jetzt der Grund dafür, dass wir wieder zurück. Ah! Jetzt gehen wir zurück nach Samiel. Ob das eine gute Idee ist? Während Karl sein Ziel beinahe erreicht hatte, wechselte Freddy zu den kanadischen Truppen bei Vimy. April 1917. Am Himmel über Vimy erkundete George, der englische Pilot, die deutschen Stellungen für die Artillerieunterstützung. An diesem Tag führten die Kanadier den Angriff. Und damit danke ich dir jetzt fürs Zuschauen für diese Folge. Und wenn du möchtest, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Ich sage jetzt bis dahin, bleib mir schön gesund. Lass es dir gut gehen. Hau rein, mach's gut und tschüss.